Ja, liebe Leute, in Hude gibt es auch einen Porsche-Fachhändler und das ist Michael Martens und der hat mir versprochen, mal eine richtig schöne Tour mit diesem Fahrzeug zu machen. Das ist ein Unikat mit 600 PS und jetzt warte ich auf Michael und dann wollen wir gucken, ob wir damit eine schöne Runde durch Hude machen können. Michael, was ist das für ein Porsche? Du sagtest, es wäre ein Unikat. Es ist ein Unikat, das ist ein gebauter originaler Gembella 550 TR. Wie viel PS hat der? Ja, das sagt das 550 aus, das ist 550 PS. Aha. Und der ist als originaler 911 996 Turbo bei Gembella umgebaut worden mit einer Leistungssteigerung mit circa ungefähr nochmal 160 PS mehr. Werkseitig haben die 450, er hat jetzt 550. Aber wo kann ich 550 PS ausfahren hier in Deutschland? Das Auto kommt ursprünglich aus Dubai. In Dubai geht das. Da dürfen die sogar bei abgesperrten Straßen unter nicht deutschen Verhältnissen das ist sowas. Wir dürfen das in Deutschland im Prinzip ja auch ohne Geschwindigkeitsbeschränkungen fahren. Aber in Dubai ist es so, dass dort über Scheichs und über irgendwelche Großindustriellen mal es auch möglich ist, über zig Kilometer, weil die große Straßen haben, die sehr lang sind, auch mal 400 km/h Grenzen zu durchbrechen. Das Auto hat einen VMAX angegeben von 335. Das kannst du natürlich in Deutschland überall fahren, wenn man die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhält. Ja. Was war das Höchste, was du mit dem Auto schon gefahren bist? Ich habe das Auto noch nicht lange. Wir haben Winter gehabt, wir haben schlechte Straßenverhältnisse gehabt. Aber das Auto ist zurückgefahren worden aus dem Rheinland und 280, 250 merkst du in dem Auto nicht. Ich kann dir das unter Beweis stellen, was da für eine Kraft drin steckt. Dann wirst du das selber merken. Nur man muss so ein Auto auch kennenlernen. Das ist eine Waffe, wenn du ihn nicht kennenlernst. Das Schnellfahren, das kann jeder. Aber richtig schnell fahren können wenige. Naja, aber vor allem das sichere Fahren. Jetzt kommen wir nochmal auf dein Unternehmen zurück. Du bist freie Porsche-Werkstatt hier in Hude. Wie lange bist du das schon hier in Hude? Ja, wir hatten ja das Vergnügen, speziell auch mit deinem Kollegen, dass wir in Bremen auf dem Messestand im letzten Jahr auf der Klassikmesse mich so, schon so ein bisschen vorgestellt haben. Ich bin 36 Jahre in meinem Job. Ich bin seines Zeichens mittlerweile seit über 23 Jahren Meister und mache seit 23 Jahren Porsche. Schwerpunkt die letzten 18 Jahre hier in Hude, in Horrel, im Landkreis Oldenburg. Warum gerade hier? Ja, ganz einfach. Das ist einfach mehr eine Zufallsgeschichte gewesen. In Oldenburg wurde es zu klein. In Oldenburg sind die Räumlichkeiten klein geworden. Und durch einen guten Freund, der heute noch ein guter Kumpel ist, ist mir dieses Unternehmen hier in Horrel angeboten worden. Das ist einfach größer und schöner. Und du, der Standort ist eigentlich unabhängig davon gewesen. Der liegt an der Hauptstraße, ist idyllisch, ist klein. Wichtig ist eigentlich nicht der Standort. Wichtig ist eigentlich, dass man sich wohlfühlt. Die Leute, die kommen schon. Der Standort ist eigentlich zweitrangig. Ist natürlich schön, an der Hauptstraße zu sein und in Hude zu sein, weil der Landkreis sehr schön ist. Und wo kommen deine Kunden überall her? Gut, ich habe regional bedingt ganz Deutschland. Wir haben auch zum Teil ausländische Kunden, die aus der Schweiz kommen, Österreich, Italien. Das kommt immer auf die Verfügung drauf an und mittlerweile ist ja dieser Youngtimer- und Oldtimer-Sektor, in dem ich mich auch befinde, weitläufig geworden, dass es mit den Teilen auch ein Problem wird, immer wieder an Originalteile zu geraten. Und im Moment gerade Sigmaringen, das ist am Bodensee, regional bedingt auch im Rheinland, viel aus dem Rheinland. Ich habe gerade ein Auto wieder zurückgegeben, was nach Trier geht, was dann nach Freiburg auf die Rennstrecke geht. Durch die Rennerei und durch Exponate, die gebaut werden und durch, ich sag mal, verrückte Autos, was die Porsche-Welt ausmacht, wo ich mich zu Hause fühle, ist natürlich, ich sag mal, der Standort nicht mehr wichtig. Amerika ist nicht weit, zwar weit im weitesten Sinne, aber auch da sind Kontakte hin. Das ist das Interessante an dem Job. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf dieses Fahrzeug hier. Was ist das für ein Baujahr? Das ist ein Baujahr 2003, die erste Generation 996 Turbo. Also ein Ursprungsauto ist 996 Turbo. Allrad, Automatik sind die nur ausgeliefert worden. Ein Breitbau, auch original Porsche 996. Und das wurde halt bei Gembella dann damals als Neufahrzeug umgebaut, hat einen definitiven Neupreis damals gehabt von über 200.000 Euro. Und ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, die Leistungssteigerung, der ganze Bodykit, Felgen, Räder, Fahrwerk, alles was jetzt zu dem Gembella-Umbaukit gehört, muss wohl irgendwo so grobe Richtung 50.000 bis 60.000 Euro Umbaukosten verschlungen haben. Michael, du bietest ja nicht nur jetzt für Youngtimer, sondern auch
Service für Oldtimer an. Wir sind ein Fachbetrieb für historische Fahrzeuge. Schwerpunkt, das muss ich betonen, Schwerpunkt wirklich ausgiebig Porsche. Ich mache natürlich auch aus meiner früheren Zeit, über 20 Jahre Mercedes, auch mal ein Mercedes. Ich habe jetzt gerade einen 64 oder 66er Mustang, den wir zur deutschen Zulassung bringen und TÜV fertig machen. Wir machen also schwerpunktmäßig Oldtimer. Und im Porsche-Sektor alles, was luftgekühlt ist und auch alles, was wassergekühlt ist, auch mal oder zwischendrin neuere Generationen. Aber mein Steckenpferd, mein persönliches Steckenpferd, ist die alte Kunst. Ja, Michael, das war schon eine Erfahrung für mich, mit 600 PS mal durch Hude zu geiern. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und wenn du mal so ein Auto über hast. Ne? Dann kommst du mit Geld und kaufst den bei mir. Ja, immer das Gleiche.